Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Trainingsgelände. Heute habe ich einen Besucher zu Gast, und zwar den Marginator. Hallo. Hallo. Ja, der Harle ist momentan nicht da, der muss gerade im Kino ein bisschen vorführen, aber ich nehme dann einfach mal den Maggi ein bisschen auf. So, wir wollen hier so ein bisschen unsere Welt voranbringen, und der Maggi hat da auch schon ein paar Ideen gehabt, was wir noch bauen können. Ich werde mich an mehr Q-Ideen machen heute. Gut, und ich werde mal gucken, ob ich ein paar Induktionsöfen noch bauen kann. Die sind nämlich um einiges schneller wie die anderen Öfen. Und dann könnte man das zum Beispiel bauen, und wir könnten Abfüllanlagen auch bauen. Die habe ich jetzt noch nicht hier draufstehen, aber das wäre doch mal eine gute Sache. Ja. Genau, weil der Magier und ich haben eben festgestellt, hier mit dem einen QID, das ist ein bisschen wenig. Und ich glaube, wir können hier durch noch 3 Stück aufbauen. Die kann man nämlich nur von Hand befüllen. Und ich glaube, da können wir ruhig noch 3 dazu bauen. Ich gucke jetzt mal in den Computer, ob ich hier... Es gibt 2 Konsolen. Du gibst also... Warte mal, hinten ist eine, genau, und hier ist eine. Wenn du irgendein Rezept findest, was noch nicht gespeichert ist, kannst du es auch ruhig speichern als Pattern und so. Okay. So, ich guck mal. Induktion. Induktionsöfen sind noch nicht gespeichert. Da brauchen wir Invar für. Ich mache dann gleich mal ein Rezept. Ihr könnt ja auch schon kraften. So, Invar da und unten. So, da müssen wir hier oben Invar hinsetzen. In die 4 und in die 6. Und hier von den Zahnrädern machen wir gleich mal 10 Stück. Die kommen in die 7 und in die 9. Eine Reception-Spule kommt unten in die 8. Mache ich mal 2 Stück von. So, jetzt müssen wir nochmal nachgucken, wie das Rezept war. Induktionsofen. So, was haben wir denn hier? Wir haben in der Mitte einen Maschinenblock und oben einen Eimer. Holen wir uns erstmal den Eimer. Und dann gucken wir, Maschinenblöcke hätte ich gern die roten, also die guten. Die sind auch gar nicht eingestellt. Ich hätte gerne sogar den Resonanten. Momentan sind nur die ersten 2 Rezepte eingestellt. Dann müssten wir mal gucken, dass wir die Maschinenrahmen verstärkt und resonant noch bauen. Dann machen wir das nochmal weg hier, und ich speichere erstmal die anderen Rezepte hier. So, dafür brauchen wir Maschinenrahmen gehärtet. Wir brauchen hier Quarzglas von Ender.io und oben ein Signalum-Zahnrad. Gucken wir uns erstmal an, ob wir überhaupt Signalum haben. Das haben wir da. Und jetzt Quarzglas. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das war. Nochmal nachgucken. Maschinenblock. Brauchst du das Rezept unten noch drin? Was unten noch in den Pattern? Was unten drin ist, nicht. Ich bin oben am Arbeiten. Okay. So, da hätten wir schon mal das Verstärkte. Machen wir schon mal ein Pattern von und holen uns eins raus. So, ich hätte das anders anbringen sollen. Ich hätte das zweite Ding auf der anderen Seite anbringen sollen. Das wäre, glaube ich, vom Arbeiten her besser gewesen. Ja, das stimmt. Das können wir ja gleich noch umhängen. So, Maschinenblock Resonant hätte ich dann gerne noch. Dafür brauchen wir Enderium Zahnrad und wir brauchen Silberbarren. Enderium könnte ein Problem sein, das habe ich glaube ich noch nicht. Und da sieht man, man täuscht sich doch. Enderium habe ich ja tatsächlich. 6 Stück. Ist aber zu wenig. Enderium. Und zwar, die Barren werden folgendermaßen hergestellt. Da können wir auch... Naja, mit 6 Stück können wir keine Essenzen machen. Und zwar Enderium-Mischung und Pyrotium-Staub. Das wäre das eine Rezept. Wir können aber auch Ender-Base, Pyrotium und Ender-Perlen benutzen. Wo soll ich die weiteren Co-Ideen hinstellen? Da vor die Fenster? Ja, genau. Also hinten? Oder
Komm ja. einfach mal. Vielleicht hier mit einem Abstand kannst du hier den zweiten hinbauen, hier so. Okay. Und dann hier mit einem Abstand den dritten und vielleicht hier hinten an der Wand noch einen. Okay. Denn leider kann man die nur von Hand füttern. Man kann also nicht das Ganze automatisieren. Das ist auch nicht vorgesehen von demjenigen, der den Mod gemacht hat. Enderium Base brauchen wir. So, Enderium Base wird wie hergestellt? Wir brauchen Zinn, wir brauchen Silber und wir brauchen Platinum. Flux. Bei Platinum so. Kannst du auch Shiny-Dings nehmen. Oder das heißt, ach, das heißt auf Deutsch Platinum, stimmt. Nee, das heißt schimmernder Barren heißt dieses Shiny-Dings. Ach so. Platinum ist Platinum in Englisch. Aber ich habe kein Silber. Oh, wir können also nur die roten Maschinenblöcke bauen, das andere habe ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt einfach organisieren können. Was brauchst du, oder? Also ich habe irgendwie schon mal Enderium Base gebaut. Wir müssten also schon mal Silber da gehabt haben. Ah, warte mal, Silber. Ja, ich habe falsch geguckt. Also wir brauchen Silber. Dann machen wir 4 Stück raus. Enderium. Was hatte ich gesagt? Zinn, Silber und Platinum. So, haben wir Zinn? Haben wir Tin? So, dann gehen wir einfach mal hier hinten. Oh, jetzt habe ich die Maschinen weggebaut. Wo habe ich die jetzt hingebaut? Vollkommener Blödsinn. Die Maschinen standen bisher immer hier. Ich habe mich nur wieder in der Welt vertan. So, wir legen jetzt einfach hier überall mal das rein. Das kann dann schön durchlaufen. So. Hier geht nichts rein, wieso? Wieso kann ich denn hier nichts reinlegen? So, läuft auch. Jetzt bekommen wir hier Ender Base raus. Da habt ihr die Coaches aufgestellt. So, dann kannst du überall Kohle reinlegen und Jelorium. Und ich hole noch mal ein bisschen Zinn nach. So, und dann legen wir das schon mal hier rein. Sind alle am Arbeiten. Unser Reaktor unten, der verbraucht momentan fast kein Jelorium. Ich glaube 0,008 Jelorium. Aber da ist gerade so ein bisschen das Problem. Wir wollen jetzt als nächstes was bauen, und zwar diese Laser Drills. Und da wollte ich gerne mit dem Maggi zusammen anfangen, einen neuen Reaktor zu bauen. Und du hast gesagt, es ist besser, wenn man eine ungerade Zahl nimmt. Wollen wir dann einfach 9x9 bauen oder eher 11x11? Bleibt sich gleich. Ich glaube 11x11, dann haben wir innen drin 9x9. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man die Größe nimmt. Ja, ja. Vielleicht fangen wir hier so in der Ecke an. Willst du das schon mal ausheben? Ja. Dann mache ich oben noch mein Maschinenblock-Rezept fertig. Damit wir hier auch ein bisschen diese Laser-Drills betreiben können. Die verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Und da müssen wir halt mal gucken, dass wir dafür halt auch viel Strom zur Verfügung stellen. So, jetzt habe ich Ender Base auf jeden Fall schon mal ein bisschen was da. Stück, das ist doch schon mal ganz gut. So, Enderium wollen wir bauen. Und zwar wäre das dann das hier. Huh.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir das jetzt züchten auf dem Feld? Das ist natürlich günstiger, als wenn wir jetzt die ganzen Materialien verschwenden. Was meinst du? Ich würde es züchten, aber züchten ist auch das Problem. Es braucht erst eine Zeit, bis es sich rentiert. Naja, wir haben ziemlich viele Felder zur Verfügung, also wir können das schon ziemlich schnell machen. Ich werde mal einfach so ein Stack von dem Enderium-Bahn machen und dann kann man ja mal gucken, ob wir, also, dass wir vielleicht so einen Samen, also na gut, wenn wir ein Stack von den Samen machen wollen, da brauchen wir dann brauchen ja, vier Stacks von dem Enderium-Bahn, genau. Mach ich mal 5 Stacks davon. Dann haben wir einen zum Verarbeiten und einen für Samen. Also wir brauchen Enderium Base, wir brauchen Enderperlen und Pyrotheum Dust. Pyrotheum Dust haben wir genau 19 Stück, das ist ja super. Bei das dem Reaktor geht ein mit so ein dickes Kabel durch. Mitten durch. Wollen wir es umlegen oder? Ich guck sofort mal, uns fehlt Schwefel. Wir müssten Schwefel besorgen aus dem Nether. Wollen wir es kurz mal machen? 100 Stück brauchen wir. Okay, ja. Huch. Verklickt. Warte, ich guck mir erst das Kabel an. Ja, das kann man leicht verlegen. Gut. Hier ist sowieso die Kabelführung, hier ist noch sehr, sehr chaotisch. Das hat hier noch keinerlei Sinn und Zweck sozusagen. Also. Achso, du hast keinen Zauberstab, gell? Willst du einen Zauberstab haben? Ich bin ja momentan nur am Ausheben. Also Builder's Wand. Ja, ich. Am Ausheben brauche ich es ja nicht. Beim Bauen dann, wenn wir den Reaktor bauen. Kommst du mit ins Nether oder willst du weiterbauen und ich hol schnell 100 Stück, ist ja nicht so viel. Ich komm mit. Wohl, da. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht sofort hier angegriffen werden. Obwohl, hier ist schon ganz schön bevölkert, gell? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier so eine Plattform gebaut habe. Das ist ja merkwürdig. So, mit Vein Miner können wir ja hier relativ schnell was abbauen. Muss man halt nur so eine richtig schöne große Schwefelwolke sich aussuchen. Ist doch schon groß. Ich muss dringend was essen. So, kurz gelandet. Ich glaube, ich habe schon 100 Stück. Ich habe schon... Na, lass uns einen Moment sammeln, dann brauche ich bei den nächsten Sachen vielleicht nicht immer wieder hier rüber. Es geht ja relativ schnell. Schön außer. Da genug davon. Ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich von fast 10 Stacks. Ja, ich auch. Ich baue noch eine Wolke ab und dann können wir, glaube ich, schon wieder zurückfliegen. Gut.
So, hat mal gebaut. Oh, ich habe hier vergessen, mir einen Marker zu setzen, wo das Tor ist. Das ist natürlich, ich auch. Das ist natürlich doof jetzt hier. Aber wir sind nicht so weit weg. Meistens so bei 0-0. Ah, ich hab's gefunden. Da unten. Ja. Das ist so eine Riesen. Ich mach jetzt einfach mal hier Nessa-Tor, ein Marker. Ja, dann können wir schon wieder zurückgehen. Die sind ja alle ziemlich friedlich hier. Ich glaube, aber wir haben zu Hause, also zu Hause habt ihr Besuch. Glaube ich so. Oh Scheiße, ich bin tot. Was war das denn jetzt? Das sind die Hunde, diese Höllenhunde. Sind hier durchgelaufen. Die sind ja kacke. Das... Hm. Hast du irgendwie, warte, ich muss mir mal aus dem Computer irgendwie was holen zum Kämpfen. Auch nur Flint da. Der Metal kaputt gegangen ist. So, das dürfte aber nicht das Problem sein hier. Ja, stimmt. Aber die anderen sind ja eigentlich friedlich gewesen. Und weg. Ups, warte, ich geb's dir. Den Rest müsstest du alles haben. Ich hab nur deinen Sulfur noch abgesammelt. Ach denn, das hier. So, Schuhe hab ich. Dann hier mein Essen, meine normale Konsole, die Flüssigkeitskonsole. Ich glaube, ich habe deinen Metok jetzt da, oder? Nee, den habe ich. Mein Metok. Fehlt dir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das ganze Sulfur-Zeug ist im System. So, wie war das? Jetzt habe ich eine Sulfur-Wolke, aber wie macht man denn da? War das irgendwie Vierer-Block? Ja. 3x2. Genau. Ich mach mal ganz viel Sulfur. Hier weiter ausheben. So, Schwefel. Hm, wofür wollte ich denn den Schwefel jetzt haben? Ich habe das vergessen. Für Pyrotheum. Pyrotheum. Ja. 19 Stück haben wir auf Lager und ich will noch welche machen. Wie viel machen wir denn mal? 250 hatte ich, glaube ich, eben eingestellt. Wie tief soll denn? Oh, es fehlt immer noch Schwefel. Das geht. Wie geht das denn? Ach, es gibt zwei Sorten Schwefel. Es gibt einmal den Thermal und es gibt den Natura-Schwefel. Ach so. Hoffentlich geht es überhaupt mit dem anderen Schwefel. Mal gucken, ob das geht, ob ich das umprogrammieren kann. Meistens ja. Aber in diesem Fall nein. Das ist aber ärgerlich. Das ist aber jetzt doof. Und wo kriegen wir denn jetzt den Schwefel her? Den kriegen wir, wenn wir Blaze Rods im Pulverisierer packen oder wir bekommen den, wenn wir, wie viel Sulfur haben wir denn noch? Zu wenig. Sonst musst du ein paar Magical Crops
Ja, das Problem für die Magical Crops brauchst du natürlich wieder Schwefel. Ja, deswegen. Ich guck nochmal nach, Frage. Wie viel Schwefel wir haben. 24, das lohnt sich nicht. Da müssen wir erstmal in den Pulverisier. Habe ich denn Blaze Rods? 3 Stück. Und dann müssen wir eine Blaze fangen und die verdoppeln. Beziehungsweise Spawner dann. Ja, wir haben leider noch kein Haus, wo wir die Spawner reintun können. Das ist natürlich jetzt doof. Also, dass sich das so aufhält jetzt hier, das ist natürlich echt doof. Dann tun wir uns vielleicht gerade nochmal um das andere Projekt kümmern. So, ich guck mal, wie viele Reaktorsachen ich schon da habe. Ja. Reaktorsteuerung, Reaktoranschluss, Reaktorsteuerstab, Reaktorgehäuse. Wie viel soll ich mal machen? 400 Stück? Ja. Also ich mach mal 200, wir machen das meist ja aus Glas, würde ich sagen. Ne? Ja. Oh, Graphitbahnen fehlen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, da kann man aber auch Holzkohle für benutzen. Ja. So, welche Öfen sind denn hier? Wie hoch wollen wir denn den machen? Also von der Höhe her. Warte, ich guck mal kurz, dass es hier auch läuft. Ja, läuft. Okay. Hab ich hier. Wie viele Plattformen habe ich denn hier? Hier gibt es nur eine unten drunter. Vielleicht bauen wir den. Vielleicht bauen wir den. Wie viel Platz haben wir denn hier zwischen den Plattformen? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Ja, vielleicht 6 Felder nach unten, oder? Okay. Noch so eine Plattform und dann haben wir auch schon mal einen ganz ordentlichen. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon ein paar Gehäuse dabei, da könnte ich das schon mal hier hinsetzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Gut. War es das schon oder was? So wenig Gehäuse habe ich noch dabei. Okay, dann müssen wir hier. Da müssen wir auf die Graphitbahn warten. Ja. Aber ich habe eigentlich alle Öfen da drauf programmiert, dass die jetzt Graphit herstellen. Jetzt haben wir auch schon 260 Stück. Okay. Ich verleg das Kabel mal so lang. Also mitten durchgeht. Ja. Ich mach mal 400 Gläser. Jetzt fehlt natürlich noch Graphit. Dann werde ich erstmal das Gehäuse, den Gehäuserahmen so bauen. Und wir müssen auch mal hier gucken, dass die Wege oben, dass das wieder eine richtige Plattform hier wird. Das ist ja momentan nur so. Ach nee, warte mal, jetzt habe ich natürlich hier einen Fehler gemacht. Der soll natürlich oben ein Stück rausgucken. Ja. Dann ist aber jetzt momentan, glaube ich, kein WLAN an. Das war ja da angeschlossen. Ist ausgefallen oder was? Ja, weil das an dem Kabel war, an dem dicken. Da hinten angeschlossen. Ja, ich habe gerade alle Sachen dabei, die ich brauche. Soll ich einfach direkt daneben verlegen? Ja,
Wir können auch mal gucken, ob wir vielleicht hier so ein vom Computer aus so zwei Hauptstränge hinten rüberlegen, so einfach gerade, so zwei dichte Dänzkabel. Mhm. Ja. Und hier rüberziehen gleich, dass wir das schon verlegen. Jetzt wissen wir ja so ungefähr, wie es hier laufen soll. Huch, das wollte ich nicht bauen. So. Das gibt dann hier sozusagen die Energieversorgung für die neue Rohstoffe. Für die neuen Rohstoffe, die wir dann mit dem Laserdrill sammeln wollen. So, das bauen wir hier mal zu und dann hier rüber. Oder du könntest auch schon mal dann so eine Plattform irgendwie hier von dem Bruchstein einfach so eine Plattform mal um den Reaktor rumbauen, dass wir dann hier da laufen können. Ja, auf welcher Höhe? Direkt auf der, also direkt hier oder ein drunter? So, dass der da drauf steht, würde ich sagen. So, hier habe ich ein zu viel gebaut. So, das ziehen wir hier rüber. So, zu langsam. Was macht denn mein Jetpack? 93% ist noch okay. So, dann hier rüber. Huch. So. Ist es fertig? Ne, hier oben fehlt noch was. Ah, dann. Ja gut, da haben wir sogar noch ein paar zu viel von den Gehäusedingern. Und dann müsste in der Zwischenzeit eigentlich auch schon der Bau von dem Glas funktionieren. So, Graphitbahn sollen ruhig mal eine Zeit lang laufen, damit sich das hier auffüllt. Jetzt gucke ich nochmal bei den Reaktoren. So, hier wollen wir 400 Gläser haben. Das läuft auch. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge, da schauen wir uns an, wie es hier mit unserem Reaktorbau weitergeht. Und ich denke, wir kriegen den in der nächsten Runde auch schon fertig. Ich bin da mal sehr mutig und sage so etwas. Wollen wir uns noch hier mal an der Tafel treffen, mal gucken, ob wir heute schon was geschafft haben? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall die QIDs gebaut, die stehen aber gar nicht drauf. Stimmt. Aber die können wir gerade nochmal befüttern in dieser Runde. Ja. Kohle. 1, 2, 3, 4. Ihr habt die natürlich jetzt nicht unten nicht automatisch abpumpen lassen. Das können wir ja noch dazu bauen. Also, die einen haben noch. Huch, die sind noch am Laufen. Das ja, es lag daran, weil der noch nicht abgepumpt wurde und deswegen hat sich das gestaut. Dass ich weiß, wo die stehen. Da
steht so ein bisschen hier im Weg, gell? Ja. So, wir machen kurz noch einen ganz kleinen Umbau. Und zwar suche ich mir nochmal Controller raus. So, haben wir noch 4 Stück. Das ist genau die Menge, die ich brauche. Und wir werden mal hier, das sammeln wir wieder ein, werden hier einen kleinen Umbau machen. Und zwar hauen wir diese Blöcke hier weg und setzen dafür einen Controller dahin. Das macht der Computer mit. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können hier nochmal in jede Richtung zusätzliche Anschlüsse machen. Und haben dann sozusagen die Möglichkeit, in jede Richtung ein Dense-Kabel, ein dichtes Kabel anzubringen und können dann von jede Richtung aus nochmal Kabel verteilen. Das ist nochmal ein zusätzlicher Anschluss und das lohnt sich voll. Und ihr seht, der Computer hat sich trotzdem verbunden. Das hat also funktioniert. Jetzt können wir hier ein dichtes Kabel und da ein dichtes Kabel in diese Richtung machen und zwei dichte Kabel in die andere Richtung. So haben wir jetzt richtig viele Möglichkeiten, was anzuschließen. Und ich würde sagen, in der nächsten Runde, da, jetzt läuft das ja automatisch hier weg. Glaube ja. So, in der nächsten Runde, da werde ich mich ja am Anfang mal ein bisschen um den Weg kümmern und dann gucken wir uns mal an, ob wir den Reaktor fertig bekommen. Ja. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.